Dann nochmal guten Morgen in die Runde, einen schönen guten Sonntag. Schön, dass ihr es heute so früh hierher geschafft habt in den C++. Ich darf heute den Speaker vorstellen, das ist Jan-Ulrich Haseke von HostSharing. Der ist schon sehr lange aktiv in der Open Source Community und sein Vortrag dreht sich heute um das große Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und ganz im Speziellen wird er uns die Beziehungen im Dreieck der digitalen Nachhaltigkeit erklären. Und dann gebe ich auch direkt an dich ab, Jan-Ulrich. Ja, vielen Dank. Und wünsche euch viel Freude. Zum Ablauf kurz noch. Wir wollen ungefähr so 20, 25 Minuten Vortrag machen. Und dann haben wir noch eine kleine Diskussionsrunde. Ich bringe dann die Mikros rum und wir kriegen das dann schon hin. Viel Spaß. Ja, ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen zu der frühen Stunde. Genau, ich gehe mal gleich in Medias Res. Ihr seid ja alle im Internet, das heißt, ihr könnt über meine Person mehr recherchieren, als was ich jetzt hier erzählen kann. Von Hause aus bin ich Texter, habe ein paar Bücher geschrieben, führe das wahrscheinlich älteste Blog im Internet seit 1998. Ich habe bisher noch keinen Blog gefunden, was länger am Netz ist und immer noch aktiv ist. Ich habe den D-Zug e.V. mitgegründet und war dort lange im Vorstand. Aus dem ging der Python Software Verband hervor und bin dann noch so in einigen anderen Organisationen Mitglied. Und zurzeit bin ich halbtags bei der HostSharing AG in der Kommunikation tätig. HostSharing hat drüben in einem Mathegebäude haben wir einen Stand. Wer sich da noch ein bisschen zu informieren will, ist eingeladen, vorbeizukommen. Dann können wir was sagen zu genossenschaftlichem Hosting. Okay, also das Thema, der Titel ist so ein bisschen interessant gemacht. Ich dachte mir so, Leute, die so ein bisschen was mit Mathematik zu tun haben, die stehen immer auf Zahlen, also Dreieck, die Dreieinigkeit, das ist immer ganz gut, dass man irgendwas macht mit der Zahl 3. Eventuell muss man hinterher ein Quadrat machen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, es geht um die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff aus der Forstwirtschaft. Und diese Forstwirtschaft, die diesen Begriff geprägt hat, ist verantwortlich für die Monokulturen bei uns in den Wäldern. Und das hat natürlich Auswirkungen. Also diejenigen, die den Begriff Nachhaltigkeit geprägt haben, sind eigentlich dafür verantwortlich, dass jetzt massenweise Wälder sterben, weil sie irgendwie alle Monokulturen sind und der Käfer sie befällt und dann auffrisst oder sie trocknen aus beim Klimawandel. Und natürlich, diese Monokulturen brennen auch sehr gut. Das sieht man dann immer wieder, wenn ein Waldbrand ausbricht, gerade in Monokulturwäldern geht das dann immer ruckzuck. Das will ich so vorweg schicken, weil ich eigentlich keinen so einen besonders guten Zugang zu dem Begriff Nachhaltigkeit habe, weil der mich schon seit Jahren, ja, eigentlich Jahrzehnten verfolgt und meistens als Greenwashing benutzt wird von Unternehmen, um so zu tun, als wären sie nachhaltig. Denn was bedeutet nachhaltig? Also das Dreieck der Nachhaltigkeit ist aufgeteilt in ökologische Nachhaltigkeit, in technische Nachhaltigkeit und in soziale Nachhaltigkeit. Das sind die drei Aspekte, über die ich kurz sprechen möchte. Fangen wir mal mit der ökologischen Nachhaltigkeit an. Wie ist es um die bestellt? Die sagt ja, dass die Nutzung von Ressourcen diese nicht erschöpft. Und das würde bedeuten, wir müssen sofort alle Maschinen, die Kohlenstoff aus dem Boden holen, abstellen. Denn dieser Kohlenstoff wurde in einem Prozess der Photosynthese über hunderte von Millionen Jahren aus der Atmosphäre herausgeholt und im Boden gelagert. Und diesen Kohlenstoff, der in einem Zeitraum von hunderten von Millionen Jahren entstanden ist, den haben wir jetzt innerhalb von 200 Jahren aus dem Boden gegraben und in die Luft gepustet. Das heißt, von ökologischer Nachhaltigkeit kann man in unserer Zivilisation eigentlich nicht sprechen. Jedenfalls müssten wir sofort alles, was Kohlenstoff aus dem Boden holt, abstellen. Wenn wir Ressourcen nutzen, ohne sie zu erschöpfen, heißt das natürlich auch, dass wir, wenn wir sie nutzen, das Ökosystem nicht zerstören dürfen. Das ist dann halt auch für Bergbau im Urwald oder sonst wo, geht nicht.
Also in unserer Zivilisation, wir zerstören immer Ökosysteme, wenn wir irgendwo wirtschaftlich im größeren Maßstab tätig werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Verringerung der Diversität. Es darf eigentlich bei einer nachhaltigen Zivilisation keine Verringerung der Diversität, der Biodiversität geben. Wenn es die gibt, dann ist es keine nachhaltige Zivilisation. Und damit steht eigentlich jetzt schon fest, wir sind keine nachhaltige Zivilisation. Und alles, was wir hier über Nachhaltigkeit reden, ist, naja, müssen wir mal sehen. Dann technische Nachhaltigkeit. Darunter könnte man verstehen, dass man die Technik nutzt, um weniger zu zerstören. Das ist so der klassische Ansatz. Wir machen Digitalisierung, wir machen intelligente Steuerung und dadurch verbrauchen wir weniger Ressourcen. Alles gut gedacht. Da haben wir auch viele Ansätze, erneuerbare Energien. Das heißt, wir sind sozusagen aus dem fossilen Zeitalter hinausgekommen und haben uns jetzt am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen und machen jetzt erneuerbare Energien. Oder wir sind aus dem Sumpf der Automobilität herausgezogen und haben jetzt emissionsärmere Mobilität durch E-Autos. Genau. Der andere Punkt ist eben, dass man Technik auch lange nutzen kann und nicht immer wieder neue Technik nutzt. Und dass man eben diese sogenannte Obsoleszenz, das heißt, dass irgendwelche Geräte unheimlich schnell veralten und die Veralterungsrate von Geräten nimmt ja ständig zu. Das heißt, man muss immer häufiger, immer schneller ein neues Gerät kaufen, weil das alte Gerät irgendwie veraltet ist. Und der Gipfel der ganzen Sache sind natürlich diese Geräte, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind, online, wo die Cloud noch irgendwo was spielt und dann sagt der Hersteller, okay, das Gerät wird nicht mehr unterstützt. Ist Elektroschrott. Also das sind so die Aspekte bei der technischen Nachhaltigkeit. Bei der sozialen Nachhaltigkeit ist es ja so, wir wären eine nachhaltige Zivilisation, wenn alle Menschen langfristig dauerhaft gut leben können auf unserem Planeten. Das bedeutet keine Ausbeutung, keine Kriege, keine Umweltzerstörung und keine Ungerechtigkeit. Davon sind wir weiter entfernt denn je. Also da ist nichts mit Nachhaltigkeit. Und soziale Nachhaltigkeit bedeutet natürlich dann auch über diese großen Themen, Krieg, Umweltzerstörung, Ausbeutung hinaus, dass eben auch alle Menschen in beglückenden sozialen Beziehungen leben. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen und wenn die sozialen Beziehungen, unter anderem auch durch Technik, Twitter, Hassparolen, Shitstorms und so weiter zerstört werden, dann haben wir auch keine beglückenden sozialen Beziehungen mehr und wir können auch nicht von sozialer Nachhaltigkeit sprechen. Gut, nach diesem deprimierenden Anfang will ich den Fokus mal ein bisschen reduzieren, nämlich auf das Thema digitale Nachhaltigkeit. Was können wir konkret tun, um die Situation, die wirklich mies ist, nicht noch weiter zu verschlimmern? Aber auch da muss man sagen, schon in einem Handbuch zur Digitalisierung hat jemand geschrieben, dass der Begriff digital mehr und mehr obsolet ist, weil eigentlich alles heutzutage digital ist. Alles hat irgendwelche digitalen Komponenten. Das heißt, wenn ich jetzt von digitaler Nachhaltigkeit spreche, hört sich das vielleicht sehr gut an hier im Zusammenhang der Bits und Bäume. Aber eigentlich müssten wir über Nachhaltigkeit reden. Also das Beiwort digital wird mehr und mehr überflüssig, weil es sich selbst versteht und selbstverständlich ist. So, jetzt möchte ich für diesen Part diese einzelnen Punkte mal so ein bisschen in Beziehung setzen, also die technische und die ökologische Nachhaltigkeit. Was ist, wenn wir das zusammen sehen, dann kommen wir zu so Aspekten wie grüner Strom. Alles wunderbar, wir haben im Rechenzentrum grünen Strom natürlich gebucht jetzt und ganz klasse. Nur, zurzeit wird Biogas abgefackelt. In Deutschland. Also die Bauern könnten mehr Biogas produzieren, aber aus irgendwelchen Gründen wird das gerade abgefackelt, weil es keine Lager- und keine Speicherkapazitäten gibt in unserem Netz. Also toll, ne? Wir haben grünen Strom. Dann werden die Windparks werden zurzeit abgeregelt. Auch. Man wundert sich, aber ich habe letztens gelesen, ein Windkraftbetreiber hat geschrieben, er könnte viel mehr produzieren. Er wird dauernd abgeregelt.
Ja, weil irgendwelche anderen Nutzungen andere Energien scheinbar Vorrang haben. So. Also da ist auch nicht so viel, dass wir das wirklich konsequent machen würden. Die lange Nutzung hatte ich schon mal angesprochen. Da gibt es hier eine Fußnote, wenn ihr die Folien später vielleicht mal runterladet. Also da gibt es wenig Initiativen. Also wir haben als Genossenschaft richtig Probleme gehabt, als wir unsere neue Hardware kaufen wollten, Informationen zu finden, welche Komponenten sind denn eigentlich halbwegs nachhaltig produziert. Was können wir uns denn eigentlich guten Gewissens ins Rechenzentrum stellen? Wir als kleine Genossenschaft haben auch gegen Hersteller ne, wie Dell oder sonstige große Hersteller auch überhaupt keine Chance. Da müssen wir nehmen, was die da anbieten. Ne? Wir haben dann letztendlich haben wir einen deutschen Hersteller gewählt, der die Sachen für uns individuell zusammengestellt hat. Aber es ist echt schwierig. Du kriegst sehr, sehr schwer nur die Informationen zusammen. Ja, intelligente Digitalisierung haben wir jetzt alle erlebt in der Corona-Epidemie. Die Videokonferenzen, Homeoffice, ja, sicherlich Möglichkeit. In der Steuerungstechnik können wir sicherlich sehr, sehr viel machen. Gibt es hier auch diverse Vorträge. Ja, aber dann denkt sich die digitale Welt immer wieder solche Sachen aus wie Streaming. Ist ein Riesengeschäft, verbraucht unheimlich viele Ressourcen, ist völlig kontraproduktiv. Also Streaming kann man sich eigentlich nicht antun. Oder Blockchain. Ne? Also das ist irgendwie dann da Rechenkapazität, die verbrauchen Strom ohne Ende. Jedenfalls die Bitcoin-Blockchain-Geschichte. Und da haben dann sogar die Chinesen die Reißleine gezogen, haben die Rechenzentren, die das machen, einfach mal vom Netz genommen, beziehungsweise dieses Bitcoin dann auch verboten. Die können das, bei uns ist es immer so ein bisschen schwierig mit dem Verbieten. Okay, die ökologisch-soziale Nachhaltigkeit, wenn man das mal so ein bisschen in Beziehung setzt, dann kommen wir zu so Themen wie Arte Povera in der Technik. Das heißt, wenn wir irgendwelche Systeme bauen, dann könnten wir eigentlich danach gucken, dass wir immer die einfachsten Lösungen nehmen. Also E-Mail statt Videokonferenz. Wenn wir Sachen absprechen können per E-Mail, ist das besser, als wenn wir dafür eine Videokonferenz starten. Auch wenn es vielleicht cool ist und heutzutage auch auf Knopfdruck so geht. Dann so Kleinigkeiten wie, müssen wir denn unbedingt ein CMS betreiben? Oder können wir nicht auch statische Webseiten erzeugen? Da gibt es mittlerweile super Tools wie Hugo. Da kann man also wunderbar statische Webseiten erzeugen, die hochkomplex sind. Und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei, drei Skripte für interaktive Geschichten und fertig ist die Laube. Da muss man sich kein CMS dahinsetzen. Und es wäre natürlich schön, wenn die Leute, die Systeme bauen, auch eigentlich immer das älteste Endgerät, was so im Moment denkbar ist, auch immer im Hinterkopf haben. So dass man eben nicht gezwungen ist, wenn man jetzt irgendwas machen will im Netz, sich dann ein neueres Gerät zu kaufen. Gut, das können wir natürlich nicht von so Firmen wie Microsoft verlangen. Die hauen dir ein Update rein und dann musst du dir einen neuen Rechner kaufen, weil der alte ist nicht mehr schnell genug. Dann ist eine ganz wichtige Geschichte, glaube ich, dass wenn wir die technische Infrastruktur nachhaltig umsortieren wollen, dann brauchen wir Gestaltungsmacht. Das heißt, wir, die Nutzer, müssen die Macht haben, diese Infrastruktur zu verändern. Es nützt nichts, wenn wir bitte, bitte, bitte bei der Bundesregierung machen, macht doch mal ein paar Gesetze, macht doch mal dies oder jenes, weil bis das bis das da ist und da gibt es so viele Einflussfaktoren, und wir können auch nicht sagen, dies und jenes muss verboten werden, das ist auch immer sehr einfach. Und da denke ich, müssen wir die Infrastrukturen auch zunehmend als Commons, als Gemeinschaftseigentum betrachten und auch tatsächlich als Gemeinschaftseigentum aufbauen. Und dann gäbe es eine Möglichkeit, ökologisch-sozial die Nachhaltigkeit anzugehen, wenn man auch digitalisiert. Also wenn man die ganze Technik digitalisiert und nah am Nutzer aufbaut. So, dann gibt es noch den Aspekt der technisch-sozialen oder sozialtechnische Nachhaltigkeit. Das ist ja so der Punkt, die Technik wollen wir gerne so nutzen, dass soziale Nachhaltigkeit gefördert wird. Das ist aber eine absolute Machtfrage. Also die Twitter nutzt seine Technik, um möglichst viel
Interaktion zu produzieren. Und da ist es immer besser, irgendwelche Shitstorms zu fördern, Streit zu fördern. Deshalb werden die, weil dadurch können sie mehr Geld verdienen. Die sind darauf angewiesen, dass die Nutzer, die nennen sich übrigens bei Twitter DAO, MDAO, also Twitter spricht von MDAOs, das sind Monetizable Daily Active Users. Davon haben die so ungefähr 380.000 pro Tag. Die sind da wirklich aktiv. Das sind die Leute, die den Content machen. Das sind die Leute, die die Informationen in dieses System freiwillig, unentgeltlich einpflegen, was dann Twitter ausnutzt. Und die haben diese MDAOs bei Twitter, haben mittlerweile einen Marktwert geschaffen von, ich glaube, 44 Milliarden Dollar wollte Elon Musk für Twitter bieten. Das haben alles MDAOs gemacht. Also ich muss bei MDAO immer an was anderes denken, aber irgendwo sind sie es auch, weil das sind Leute, die kostenlos arbeiten für andere. Stellt euch mal vor, euer Arbeitgeber würde sagen, hey, wie wär's denn? Wollt ihr nicht einfach hier, ich gebe dir einen Arbeitsplatz, das ist eine tolle Plattform, da kannst du dich ausleben, selbst verwirklichen. Da kannst du jetzt arbeiten. Arbeite mal für mich, unentgeltlich. Gut, Wissen als Commons ist auch eine Sache, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, aber da gibt es auch immer wieder Rückschläge, haben wir zuletzt gesehen, Patente auf Impfstoffe. Ja, da wurde einfach auch Wissen nicht weitergegeben, beziehungsweise das Wissen war sogar eigentlich da, aber es gab Patente, das heißt, man durfte es nicht nutzen. Und das ist natürlich auch ein Unding und verhindert natürlich letztendlich dann auch die sozialtechnische Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt so ein Punkt, der jetzt so für mich ganz wichtig ist als Mitglied einer Genossenschaft, die IT-Infrastruktur für sich selbst betreibt. Wir müssen dahin kommen, dass wir Infrastruktur als Commons betrachten, dass wir Infrastruktur gemeinsam aufbauen und auch gemeinsam tragen. Und da sage ich auch gemeinsam finanziell tragen. Ich weiß aus Gesprächen am Stand, dass es immer ganz viele Organisationen gibt, die ganz tolle Sachen machen wollen, ökologische, soziale, sonstige Sachen. Die nutzen dann aber doch lieber kostenlos irgendwelche Google-Dienste, damit sie da wieder ein paar Pfennige sparen, als zum Beispiel bei uns Mitglied zu werden und dann eben die Sachen auch zu kaufen. Also wir können die gleiche Funktionalität bieten wie Google Docs, nur wir haben keine Log-Angebote für kostenlos. Weil wir der Überzeugung sind, dass derjenige, der die Kosten verursacht, auch die Kosten begleichen soll. Das ist dann eben auch ein wichtiger Punkt für die Nachhaltigkeit, dass du eben nicht Sachen kostenlos machst, wie zum Beispiel Traffic. Bei vielen Hostern gibt es immer unbegrenzt Traffic. Das gibt es bei uns nicht, weil wir sagen, wir wollen die Leute nicht dazu verführen, mit dem Traffic zu asen, weil letztendlich muss Traffic bezahlt werden. Traffic kostet auch Strom. Traffic kostet Geld. Und deshalb müssen die Nutzer bei uns, also unsere Genossen, bezahlen den Traffic. Das war nicht so teuer, aber immerhin, er ist begrenzt. Und wenn sie da drüber kommen, kriegen sie eine E-Mail mit einer Warnung. Ah, du hast dein Budget ausgeschöpft für diesen Monat. Willst du nachbuchen oder willst du ein bisschen sparsamer sein den Rest des Monats? Und das sind so ganz praktische Hinweise, wo du sagst, das können wir nicht. Das können wir nicht im bestehenden System machen, weil die Unternehmen sind natürlich alle daran interessiert, dass ihre Nutzer möglichst viel verbrauchen. Die wollen immer möglichst viel verkaufen oder auch möglichst viel Nutzung, viel Verpflichtung haben, dass die Nutzer also richtig viele Bits dadurch jagen. Und das können wir nur dann runterbringen, wenn wir die Infrastruktur tatsächlich gemeinsam nutzen und gemeinsam auch finanzieren. Gut, dann haben wir also so eine Art Überblick mal um diese ganze Nachhaltigkeit geschaffen. Und ich bin auch eigentlich schon am Ende. Das sind noch die Fotonachweise. Und ja, wenn ihr Lust habt, können wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Da geht's schon los. Danke für den interessanten Einblick. Eine Frage bzw. ein Thema, was ich halt tatsächlich vermisst habe und was ich aber immer wieder sehe als großes Hindernis, ist ganz einfach die technische Fähigkeit der Administratoren bzw. der Infrastrukturbetreiber. Also um halt tatsächlich nachhaltig zu agieren, brauche ich ja bestimmtes Fachwissen. Also ich setze auf Open Source
Und gerade wenn ich mir die Administratorenlandschaft in Deutschland anschaue, dann ist es gerade in großen Unternehmen sehr schwierig, dort tatsächlich Administratoren zu finden, die Linux-Kenntnisse haben. Beziehungsweise die Unternehmen haben die Probleme, Menschen zu finden, die überhaupt Linux-Kenntnisse haben und diese auch als Administratoren in großen Unternehmen vertreten können. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist sozusagen so eine Art Bildungsnachhaltigkeit oder personelle Nachhaltigkeit ist auch ein soziales Thema, weil wenn sehr, sehr viele Leute AWS benutzen, dann lagern sie natürlich das Know-how des Betriebs von Hardware aus an Amazon. Und das Know-how wird dann nicht hier bei uns bei den Nutzern aufgebaut, sondern wir delegieren das sozusagen, outsourcen das nach draußen. Und deshalb ist das ganz gefährlich auch, also das ist auch noch so ein Aspekt, der wird bei den Cloud-Anbietern meistens nicht betrachtet. Die meisten kritisieren die Cloud-Anbieter ja aufgrund von Datenschutz und weil sie nicht genau wissen, wo sind jetzt die Rechner, wo stehen die oder so. Ne? Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, je mehr wir auf diese ganz, ganz großen Cloud-Anbieter setzen, umso weniger Know-how bauen wir intern in den Unternehmen auf über das Hosting-Geschäft. Ein Teufelskreislauf, ja. Denn ich mache Security-Beratung bei den Unternehmen und sage so, ihr könnt das nicht alles in die Cloud auslagern, denn wenn die Cloud nicht mehr funktioniert, funktioniert euer Business nicht mehr. Und die sagen, ja, aber wo sollen wir die Administratoren herbekommen? Wir haben 3-4 Administratoren innerhalb eines Jahres neu bekommen in das Unternehmen rein. Aber das reicht nicht, um unseren ganzen Hardware-Zoo zu bespielen. Ja. Und die Frage ist halt, wie schaffen wir es? Also ich sehe hier 2000 oder mehr Leute auf diesem Kongress, die ja Nachhaltigkeit und digital leben wollen, diese in die Unternehmen reinzubekommen. Also das ist halt tatsächlich ein ernsthaftes Problem, wo ich halt sehe, das ist zwar schön, dass wir viele Ideen haben, aber es fehlen halt die Leute, diese tatsächlich umzusetzen. Ja. Welche Ideen können wir dafür entwickeln? Also das ist ja tatsächlich dadurch entstanden, dass dann mittlerweile auch schon die ganz jungen Entwickler überhaupt nicht mehr an den Betrieb denken, sondern die schieben das irgendwie auf AWS hoch. Das heißt, die beschäftigen sich auch gar nicht mehr mit diesen Fragen. Und wenn sich niemand mehr mit diesen Fragen beschäftigt, dann kann man auch nicht erwarten, dass da irgendjemand Know-how hat. Also das heißt, wir müssen tatsächlich anfangen, von diesen Plattformen runterzugehen und auf eigener Infrastruktur die Sachen zu hosten. Weil dann sind wir auch gezwungen, diese eigene Infrastruktur auch zu verwalten. Dann brauchen wir auch Systemadministratoren, die das können und die das machen. Und die bauen dann auch das Know-how auf und können das dann auch an die nachfolgenden Systemadministratoren, die später kommen, dann auch weitergeben. Es ist nicht von heute auf morgen zu ändern. Das geht nicht, weil das ist ein kultureller Wandel, wenn ich sehe, wenn junge Entwickler ankommen und dann erstmal sofort alles mit Kubernetes und hast du nicht gesehen, einfach mal irgendwo auf AWFs hochziehen, weil das ist ja jetzt so in, ne? Das machen ja alle. Dann ist natürlich klar, dass die eigentlich dann hinterher nichts anderes mehr können, als das Interface von AWFs zu bedienen. Richtige Systemadministration können die dann gar nicht mehr. Und solange wir das machen und die Infrastruktur nicht selbst betreiben, wird sich daran auch nichts ändern. Leider habe ich kein Patentrezept. Cora Christoph, Umweltbundesamt. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Sie hatten in mehreren Stellen so Commons erwähnt und gemeinschaftliche Rechte. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Debatten drum. Insofern würde mich interessieren, was sind Ihre Ideen dazu und welche Rahmenbedingungen gesetzlicher Natur müssen sich dazu wie ändern? Ja, also wir hätten in Deutschland 10-mal so viele Genossenschaften, wenn wir ein Genossenschaftsgesetz hätten wie in der Schweiz. Also die haben pro Kopf der Bevölkerung 10-mal so viele Genossenschaften wie wir. Das ist ganz komisch, weil das Genossenschaftswesen ist ja sehr alt, also schon aus dem 19. Jahrhundert entstanden. Und da war Deutschland eigentlich auch immer ganz vorne weg mit dabei. Das heißt, wir sind da jetzt nicht irgendwelche Nachzügler von Genossenschaften, ganz im Gegenteil. Aber durch verschiedene Gesetzgebungen, teilweise gibt es
wohl auch noch Sachen, die aus dem Dritten Reich stammen, wo die Genossenschaften alle gleich gestaltet worden sind. Das ist teilweise auch noch nicht so ganz wieder aufgelöst worden. Jedenfalls haben wir ein Genossenschaftsgesetz, was die Gründung von Genossenschaften sehr schwierig macht und was den Betrieb von Genossenschaften auch relativ teuer macht. Das heißt, wir sind als Genossenschaft prüfungspflichtig, wie eine AG. Ne? Also wir haben 300 Mitglieder. Ne? Also wir werden geprüft wie eine AG mit 5, 6, 7 Milliarden Euro Umsatz. Und das machen, und das ist dann Pflichtprüfung, die dann durch einen Prüfungsverband ist. Und da haben wir auch eigentlich nicht sehr viel Auswahl. Und das ist so wie bei der IHK-Zwangsmitgliedschaft so ungefähr. Ne? Also du musst dich dann von denen prüfen lassen. Also in der Richtung wünschen wir uns als Genossenschaft eigentlich die Möglichkeit, dass man da niederschwelliger Genossenschaften gründen kann. Und da wir sowieso einen Steuerberater haben, der für uns die ganze Bilanz macht und die Genossen ja in der Jahresversammlung da drauf gucken auf die Bilanz, ist ja alles öffentlich. Jeder Genosse weiß ganz genau, was bei uns rein und raus geht. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt alle 2 Jahre einen Prüfungsverband, der da nochmal drauf guckt, sondern vielleicht alle 5 Jahre oder sowas. Ne? Oder vielleicht machen wir auch diese Zwangsmitgliedschaft, heben wir auf, gründen neue Prüfungsverbände, die das dann vielleicht auch ein bisschen günstiger machen. Weil die greifen da auch ganz schön happig zu. Ja. Und das hat sich so ein bisschen eingeschlichen und deshalb sind die Genossenschaften in Deutschland so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und natürlich in den letzten Jahren gab es ja diesen Hype um Startups. Ne? Also für jeden Mist, für jede schlechte Geschäftsidee muss gleich ein Startup gegründet werden. Und die greifen sich natürlich dann das Venture-Kapital ab, weil im Moment ist so viel Kapital, oder seit Jahren ist so viel Kapital unterwegs, was Investitionsmöglichkeiten sucht. Du kannst eigentlich für jede Geschäftsidee und Startup irgendwie Geld abgreifen. Und dann das ist eben so. Und wir als Genossenschaft, wir machen eben, wir werden tatsächlich von unseren Mitgliedern getragen. Also wir kriegen keine Fördergelder, wir haben noch nie Fördergelder gekriegt. Das Einzige, was wir gekriegt haben, wir haben jetzt einen KfW-Kredit bekommen für unsere neue Hardware. Aber unsere Mitglieder zahlen diese Infrastruktur und sie wissen natürlich auch, was sie davon haben. Also sie machen das gerne, weil wir natürlich auch ein super System haben. Also da wünsche ich mir schon einiges an Gesetzesänderungen. Ja, vielen Dank. Ich bin inhaltlich ganz bei Ihnen. Mein Name ist Matthias Stürmer, Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Uni Bern. Wir haben uns schon seit 2009 haben wir auf Wikipedia den Begriff digitale Nachhaltigkeit mal reingeschrieben und auch weiterentwickelt. Wie sehen Sie das? Sie reden jetzt von einem Dreieck digitale Nachhaltigkeit. Wir reden eher von einem Viereck, dass wir sagen soziale, ökologische, wirtschaftliche und eben die Wissensdimension einzubringen. Haben Sie sich auch mit dieser Perspektive mal befasst? Ja, also letztendlich ist alles eine wirtschaftliche Frage. Also letztendlich läuft alles tatsächlich auf wirtschaftliche Macht hinaus. Derjenige, der die wirtschaftliche Macht hat, hat so viel Geld, dass er so viel Propaganda machen kann, dass er die Parteien auch durchbekommt, die dann im Bundestag sitzen. Und wenn wir mehr wirtschaftliche Macht aufbauen im genossenschaftlichen Sektor, dann können wir auch unsere Ziele besser durchsetzen. Also insofern letztendlich läuft das auf eine wirtschaftliche Frage hinaus. Und ich sage dann immer, diese ganze Situation, in der wir kommen, ist ja, da könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, der böse, böse Kapitalismus. Ja, Kapitalismus ist daran schuld, dass die Welt heute so aussieht, wie sie aussieht. Aber wir können den jetzt nicht einfach wegkriegen. Kapitalismus ist in der Lage, aus jeder Krise wieder gewinnbringend herauszukommen. Das hat er seit den letzten 200 Jahren immer wieder bewiesen. Und jetzt hat er auch schon wieder Krisen und da wird er auch wieder gewinnbringend rauskommen. Das Einzige ist halt, wir müssen uns da sozusagen abkoppeln von und unsere eigene Infrastruktur aufbauen, unsere eigene Digitalisierung machen. Das ist letztendlich so wie mit den Wohnungsgenossenschaften. Als es einen Bedarf gab, Wohnungen zu haben, haben sich die Leute zusammengeschlossen, haben Häuser gebaut und dann die Mitglieder haben da ein Wohnrecht gehabt. Die Orte, wo es viele Wohnungsgenossenschaften gibt, da ist der Mietpreis günstiger. Also besonders in Wien, ne, Hauptstadt, denkt man sich eigentlich, müsste eigentlich so wie in München alles durch die Decke gehen. Tut es aber nicht, weil in Wien, gerade in den Innenstadtbezirken, es noch viele, viele alte Wohnungsgenossenschaften gibt, die dafür sorgen, dass die Preise nicht durch die Decke gehen. Und deshalb ist es richtig, da kann man auch ein Quadrat oder ein Fünfeck oder sonst was draus machen.
wirtschaftliche Sache ist ganz wichtig und das ist eigentlich das, was dann auch zählt. Und da kann ich noch was aus meinem Backup bringen. Es gab eine Untersuchung über die Folgen des Neoliberalismus auf die Vorstellungen von Gerechtigkeit. Da haben Forscher untersucht, wie hat sich denn die Einstellung zur Gerechtigkeit verändert, seitdem Thatcher an der Macht war. Und die haben festgestellt, dass in den Ländern, wo überdurchschnittlich starke neoliberale Wirtschaftsreformen durchgeführt worden sind, innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, also innerhalb von 4 Jahren, die Vorstellung von Gerechtigkeit weg von einer möglichst gleichen Verteilung des Wohlstandes hin zu einem gerecht verteilten Wohlstand gewechselt ist, nämlich wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen und wer genialer ist, wer tolle Geschäftsideen hat, soll auch mehr verdienen. Thatcher hat gesagt, sie will mit ihrer ganzen Sache nicht die Wirtschaft verändern, sondern I want to change the souls. Und das hat sie geschafft. Sie hat, indem sie die Wirtschaft in England und nachfolgend auch in ganz Europa verändert hat, hat sie die ideologische Einstellung der Menschen, der Bevölkerung, der breiten Bevölkerung zum Thema, was ist gerecht in einer Gesellschaft, nachhaltig verändert. Den gegenteiligen Effekt, sich hier hinzustellen und Vortrag zu halten darüber, was gerecht ist, verändert nichts. Also die Ideologie oder eine Aufklärung oder Bildung verändert nichts verändert nicht die Wirtschaft. Aber durch eine Veränderung der Wirtschaft kannst du die Einstellung der Menschen verändern, und zwar innerhalb von 4 Jahren. Und das haben die herausgefunden. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr erhellende Geschichte, weil das nämlich ein Schlaglicht darauf wirft, warum vielleicht viele Sachen, Demonstrationen für mehr Umweltschutz nichts gebracht haben. Also wir machen seit Global 2000 gehen wir auf die Straße. Und wir wissen seit Global 2000, dass es einen Klimawandel geben wird. Das war 1976, 77, 78, irgendwo in der Zeit von Jimmy Carter. In der Zeit haben wir demonstriert ohne Ende. Wir haben überhaupt nichts verändert. Also die Extraktion ist immer weitergegangen, immer weitergegangen, immer weitergegangen. Wir haben 3, 4 Atomkraftwerke verhindert, mehr aber auch nicht. Ne? Und das zeigt einfach, dass wir müssen viel, viel stärker bei den wirtschaftlichen Wurzeln der Gesellschaft angreifen und da eben durch Gemeinschaftseigentum, durch gemeinschaftlichen Betrieb von Infrastruktur in allen Bereichen, nicht nur in der Digitalisierung, dort eine Änderung der Gesellschaft hervorrufen. Wir sind zum Ende. Lieber Jan Ulrich, wir sind tatsächlich zeitlich schon am Ende. Also wenn du möchtest, kannst du noch eine ganz kurze Frage, wenn du ganz schnell darauf antworten kannst, die können wir noch zulassen. Danach sind wir schon zeitlich am Ende und können die nächste Veranstaltung vorbereiten. Dann die letzte. Das ist eigentlich gar keine wirkliche Frage, sondern ein Dankeschön. Nämlich, ich möchte den Bogen zurückschlagen zu den fehlenden Spezialistinnen und Spezialisten im Cloud-Bereich oder eben Systemadministratoren. Ich glaube, was ihr macht mit Host-Sharing, ermöglicht ganz vielen kleinen Betrieben auch, eben diese Cloud nachhaltig zu betreiben. Und ja, ich glaube, dort muss noch mehr in Richtung Infrastruktur als Commons gearbeitet werden und ihr leistet da einen super Beitrag. Danke schön. Dankeschön. War ja keine Frage, muss ich nicht antworten. Ja, vielen Dank.